So, willkommen zurück. Es ist ein Bug und ich habe mal nachgeguckt, wo er angeblich sein müsste. Und das Kreuz, es wurde gesagt, dass da eine Schnellreisestation und ein Schmied sich kreuzen und das ist hier. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und da müsste da eine Tür sein, die leuchtet, wo wir reingehen können. Kann ich Schnellreisestation eigentlich benutzen oder muss ich. Na, das hat ja keinen Zweck. Ich muss mal gucken, ob ich Tarngeneratoren finde oder dergleichen. Hier sind aber keine Tarngeneratoren. Toll! Ja, oder wir starten einfach das ganze Spiel neu. Warum hat er denn nicht diesen Todessprung gemacht? Du hast diesen Todessprung machen sollen. Du hast den Todessprung machen sollen. Wieso bist du eigentlich gestorben, ey? Dafür konnte ich nichts. Das ist nicht meine Schuld. Das Spiel ist schuld. Das Spiel hat mir den Weg nicht angezeigt. Ach, jetzt zeigt mir. Guck mal, jetzt zeigt mir das Spiel das an. Jetzt habe ich plötzlich ein Ziel, wo ich hingehen kann. Pff. Ah, ich habe wieder Tarngeneratoren. Sehr schön. So, aber ich muss in die andere Richtung. So, vier Tarnschilde sind an. Ja, ich weiß, was das sind. Hallo. Naja, ich bin trotzdem dankbar, die Schilde zu haben. Das auch. Ich bin trotzdem, Sackgasse. Ich bin trotzdem Salve. dankbar, die Tipps zu haben. Oh, öffentlicher Platz, ganz kritisch. Alter, auf Schlag alle Tarnschilde weg. Gute Bürger von Florenz, hört eine Botschaft von der Arte della Lana. Teure Tarngeneratoren. Er stolziert auf jeden Fall wie einer. Drei Folgen hat es gedauert, jetzt haben wir ihn endlich gefunden. Willkommen, Leonardo. Leonardo eröffnete seine eigene Werkstatt, nachdem er eine Ausbildung bei Verrocchio beendet hatte, einem der erfolgreichsten florentinischen Künstler seiner Zeit. Zwischen 1476 und 1481 arbeitete Leonardo wohl weiter mit Verrocchio, obwohl niemand genau weiß, woran. 1481 bekam er dann seinen ersten eigenen Auftrag von den Mönchen von San Donato in Scorpeto für ein Altarbild. Die Anbetung der Könige, das hatten wir doch schon. Ezio Auditore, ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen, nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich, komm, hier entlang. Out. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn?
Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, shh. Ja, shh, ihr seid wirklich lauter. Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden Dritten? Jeden Dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klingel. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Drücken, um versteckte Klinge auszuwählen. Was ist das für eine Taste? Ach so. Das werde ich nie wieder finden. Wenn das Spiel mir dann die Taste zeigt, ne? Also diesen Button da links, diesen kleinen Kreis, dann werde ich nie wieder finden, welche das ist. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Wisst ihr, was auch geil ist? Er hatte gerade einen weißen... Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Ich hatte gerade einen weißen Kittel an, jetzt habe ich einen roten. Das finde ich cool. Das Spiel ist manchmal echt merkwürdig. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Ich hoffe, wir gehen ihnen helfen. Das gefällt mir nicht für Bernhard. War das genug? Da! Ups. Ich hab's nicht rechtzeitig gemacht. Ich weiß... Spiegel sagt mir nicht, was ich machen soll. Denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch... Ja, das kennen wir doch schon. Muss ich das jetzt nochmal hören? ...mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Oh. Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Oh, unüberspringbare Zwischensequenzen und dann gehen sie noch so lang. Wie mache ich das Spiel? Für einen unauffälligen Antrag. Sag mir, was ich wissen will und wir können das hier beenden. Redest du jetzt? War das genug? Das war richtig wahrscheinlich. Ah, grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Gut, tragen wir die Leiche. Öffentlich mit der Leiche gerade da rumgelaufen sind. Die übrigens die Kleidung von der Stadtwache oder so. Ist ja nicht auffällig oder so. Dort drüben. Na, als wäre gar nichts passiert.
Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Saiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Sehr gut. Das war Ass im Ärmel. Jetzt kriegen wir die neue Quest. Versteckte Klinge halten. Attentat erlernt. Das heißt, ich kann mich jetzt oben bewegen ohne Probleme. Konnte ich vorher zwar auch, aber jetzt kann ich mich wehren. Was soll das? Bleibt er zu lange außerhalb der Grenzen, wird er desynchronisiert. Was tut ihr denn hier? Ich töte da. Du wirst nicht entkommen. Du auch nicht. Du bist jetzt desynchronisiert. So in den Actionstreifen oder in den USA, wenn die Polizei mit der Pistole bedroht, ne? Oder beziehungsweise auffordert, stehen zu bleiben, sagen die auch: Halt! Polizei! Bleiben Sie stehen oder Sie werden desynchronisiert. Das klingt so ein bisschen wie Matrix. Geh doch mal einen runter. Und von hier aus darüber. Der bleibt auch immer mit einem Fuß auf dem Vorsprung, sodass es immer sehr knapp ist. Ja, dass ihr ja so sagen könnt, dass das nicht funktioniert. Autsch. Ja, das tut weh. Wie war das nochmal mit... Ah, okay. Davon bitte einnehmen jetzt. Weil ich das Gefühl habe, dass ich das gleich brauchen werde. Sonst sterbe ich wieder. Okay, das ist. Da ist Paola, die ist in dem Mittelalter-Puff. Kann ich auch irgendwie runtergehen. Dio del Cielo. Er wird noch jemanden verletzen. Ja, weil ich die Fenster runterklett, werde ich noch jemanden verletzen. Also im ersten Teil war auch schon passiert, da bin ich mal runtergefahren und bin auf einen gelandet. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ups. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet schon lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Und schon habe ich die Aussprache gelernt. Eine Kundrichter geschworener Henker. Eine Kunstausstellung in der Santa Croce besuchen, Uberto finden und Rache nehmen. Natürlich nehmen wir Rache, wer sind wir? Uberto Albert, vertrauter Freund der Auditore-Familie. Den Geschichtsbüchern nach war er ein Heiliger. Er verfolgte Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerkriminelle. Als einer der besten Anwälte Italiens gewann er jeden Prozess. Und das, obwohl er ein Autodidakt war. Ich bin in den Datenbankserver der Templer gekommen und habe nach einer Art rauchendem Kult gesucht. Und gefunden. Anscheinend wurde Ubertos Familie von der Medici-Bank ruiniert. Seitdem gelüstete es Uberto nach Rache. Und die Templer versprachen ihm Unterstützung. Ezios Vater war im Weg. Und Uberto war eifersüchtig auf seinen Einfluss auf die florentinische Regierung.
Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es scheint, als hätte Uberto seine Wahl zur Signoria als Gelegenheit genutzt, um zuzuschlagen. Mhm. Uberto Alberti. Geburtsjahr 1416. Beruf Gonfaloniere di Giustizia, Vollstrecker der Justizverordnungen, Verräter. Das sein Beruf ist. Klassisch Verräter. Es gibt Sequenzen, das ist gut. So, wo befindet... Oh, der ist ja ganz nah. Das ist natürlich sehr interessant. Diese Seiten sind die Codex-Seiten, glaube ich, mit gemeint, ne? Wir können natürlich auch erstmal so eine Codex-Seite suchen. Es gibt ja schon zwei hier in der Nähe. Fangen wir mal an mit der Codex-Seite. Lebenserwartung. Etwa 5 Minuten, schätze ich. Okay. Das nehmen wir mit in die nächste Folge, würde ich sagen.